Tag sind alle zu Hause bei unserer Familie. Dieser Job hier, die Leute denken, gehen arbeiten. Aber dieser Job macht uns mental erstmal balla balla. Klar kriegen wir viel Geld, aber wir opfern noch viel. Damals, wo du im Dschungel warst, waren echt alle gegen dich her. Ja. Mir tat das leid. Es war euch, also ich war auch nicht einfach, aber die Situation muss man auch überlegen. Das hat euch jetzt gerade wieder zusammengeschweißt, oder? Meine großen Kinder und ich waren immer so eng, weil wir immer ganz, ganz arm waren. Dann ist ihr Vater ja gestorben vor vielen, vielen Jahren. Danach wurde ich sehr, 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 sehr krank. Was hatte ich? Ich hatte ganz schnell Depressionen. Auch schon selbst geschlagen. Ich war so im Kopf. Also ich war was. Hab ich gemacht. So. Mit der Faust. Woher ist das gekommen mit der Depression? Was hat das bei dir ausgelöst? Ich hatte jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen war, und der hat mich fertig gemacht. Psychisch. Boah, geschlagen und so. Was? Ja. Ach du Scheiße. Viele Jahre beleidigt, geschlagen. Angespuckt. Was? Und dann wusste ich gar nicht mehr weiter. Hab all das geglaubt, was dieser Mensch zu mir gesagt hat in Wut. Scheiße. Und dann habe ich angefangen, manche ritzen. Und das war aber eine andere Art von Leiden. Es ging darum, wahrscheinlich um dich zu spüren, ne? Ja, um zu merken, ob ich überhaupt noch da bin. Was haben deine Freunde dir geraten? Klar, sie haben dann alle gesagt, trenn dich, aber du bist ja dann irgendwie emotional so abhängig. Du brauchst ja den Mut und die Kraft. Wie alt waren deine Kinder, wo du mit dem Mann zusammen warst? Klein. Klein, 5 war die kleinste. Wie viele Kinder waren da? 3. Du hast 3 Kinder gehabt, wo du das erlebt hast? Ja. Ich brauchte Hilfe für meine Kinder. Ich habe Leute gefragt, auch aus meiner Familie. Hat mir keiner geholfen. Und die Therapeutin und der Arzt haben damals gesagt, okay, wenn keiner hilft, dann sind wir so eine Pflegefamilie. Okay. Die Kinder werden ins Heim gekommen. So, und als Mutter steht man dann da, boah, kümmere ich mich jetzt um meine eigene Seele, um das zu verarbeiten? Oder entscheide ich mich dagegen und bleibe bei meinen Kindern und bin einfach für die da? Das war ein harter Kampf, aber. Ich bin dann 2-mal die Woche zum Therapeuten, 2-mal die Woche zum Arzt, also immer so, ich wollte mich nie umbringen oder so, aber immer so unter Kontrolle, weil ich auf keinen Fall wollte, dass meine Kinder in eine Pflege sind. Ja. Dass sie trotzdem sich so zusammengerissen hat und gesagt hat, nein, ich schaffe das mit meinen Kindern, also das ist wirklich unfassbare Stärke. Ja, krass. Und dann noch eine Mutter und Kinder, ey, das ist... Pff. Guck mal, du sagst Kinder, dann kommt meine Tränen. Meine Kinder sind echt die tollsten. Ey, 5 Kinder großzukriegen, ja, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Danke. Die Dani hat wirklich echt richtig viel erlebt. Noch den ganzen Druck, den du damals aushalten musstest. Und egal, was die Leute über sie sagen, ich finde, sie ist eine sehr, sehr starke Frau. Stark, Dani. Dankeschön. Mir hat schon sehr viel bedeutet, dass Sarah mich als Mutter gelobt hat. Und ich kann immer wieder nur sagen, also ich bin bei Gott nicht die perfekte Mutter. Es war eine schwierige Zeit, aber auch die haben wir irgendwie überstanden. Ja. Aber das war das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe, meine Kinder.
You can see our next episode on RTL Plus. You don't want to miss anything, so follow our channel. For more information about life in the camp, click here.